Weiterhin sind die Mannheimer Maschinen im Südwesten Deutschlands im Einsatz, auch im Stuttgarter Raum. In Kornwestheim hat 155039 einen Halt. 1978 wurde sie in Chemnitz-Hilbersdorf in Dienst gestellt. Seit 2011, nach einer Revision in Cottbus, trägt sie Einholm-Stromabnehmer. Noch bis Mai 2020 hat die heute älteste betriebsfähige Maschine Fristen. Die heutige 155004 wurde im Februar 1977 im BW Dresden in Dienst gestellt. Heute gehört sie Railpool.